Ich hatte ja letztens die Geschirrspülerreiniger vom Kaufland, die waren ja die einzige Katastrophe. Mega, habt ihr sowas schon mal? Heute ist auch 30% auf Tabs. Du brauchst eine Zahncreme und Klopapier zum Popo abwischen brauchen wir auch. Und Kekse sind auch ganz toll. Kekse braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch, nee. Und dann esse ich die alleine auf. Hallo ihr Lieben, ihr bekommt jetzt einen Rossmann Live-Einkauf und im Anschluss werde ich euch die Sachen auch zeigen, was ich eingekauft habe. Ich habe mir auch so minimal so eine Liste gemacht, was ich alles brauche, aber meistens wird es mehr. Keine Ahnung, ich habe dann vor dem Prospekt zu Hause gesessen und so, ah, das ist im Angebot, super, das ist im Angebot. Und natürlich immer die Rossmann-App, ne, da geht immer die Rossmann-App mitnehmen, Rossmann, aber ihr habt ja eh immer euer Handy dabei. Also wer noch nicht die Rossmann-App kennt, auf jeden Fall runterladen, das ist eine App, da kriegt ihr immer 10% davon. Da schreiben nämlich auch mal viele unter die Kommentare, dass man das nie vergessen soll und dachte mir, das muss ich auch mal erwähnen für euch, also ein Spartipp von mir. Naja, und deswegen gehe ich auch immer meistens lieber in Rossmann statt in DM, wobei beim DM könnte man, Payback-Punkte sammeln. Ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wo ihr lieber hingeht. Also bei mir ist Rossmann und DM ja so quasi fast nebeneinander. Ich könnte immer eine Minimiste machen, aber ich gehe doch immer gerne in Rossmann, weil da gibt es erstens Angebote, was es im DM gar nicht so irgendwie gibt. Und es gibt immer 10%. Und beim DM gibt es natürlich Payback. Ich weiß nicht, was sich mehr lohnt. Keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal in Rossmann. Da zeige ich euch so ein bisschen ein paar Sachen und dann zu Hause den ganz normalen klassischen Haul. Und das alles wird in ein Video diesmal geschnitten. So habe ich zumindest gedacht. Ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Über den Daumen nach oben, wenn euch so ein Format freut, gefällt. Freut? Was für Freude, ne? Wenn es euch halt gefällt, würde ich mich tierisch freuen. Das ist einfach mein Feedback. Und ansonsten erstmal ganz viel Spaß beim Anschauen. Ich bin ja auch immer voll des Verpackungsopfer, gell? Sieht auch voll schön aus. Die haben so schöne Seifen hier. Auch neu, habe ich jetzt noch nie gesehen. Habt ihr die schon mal gesehen? Das ist noch die Winterseife und die habe ich im Prospekt gesehen. Ja, das ist, glaube ich, eher so ein bisschen sommerlich. Auf jeden Fall muss ich eine Seife auch mitnehmen. Sind die da auch mal ein bisschen Verpackungsopfer? Ich finde die schon schön, aber ich finde die fast ein bisschen teuer. Aber sieht so schön aus. Muss ich mal überlegen. Muss ich mal überlegen, ob ich mir das gönnen soll. Ja, und ansonsten schaue ich mal weiter. Jetzt bin ich hier bei den Duschgels. Es ist total blöd, finde ich, in der heutigen Zeit Duschgel zu kaufen. Aber da kaufe ich ja lieber von Duschgel. Das ist nämlich gerade im Angebot und das, weil für meinen Mann brauche ich eins. In der heutigen Zeit Duschgel zu kaufen, wenn man es ja gar nicht riechen kann. Also packe ich einfach ein. Und das ist auch noch eins. Das ist Sport. Hm. Nehmen wir das auch noch. Und was ist sonst noch? Ah. Das Axe ist auch, ich glaube, das riecht auch gut. Und bei Nivea ist ja auch gerade mit der Aktion, ne, dass man 1 Euro spart, wenn man 2 Produkte kauft. Dann wäre ich ja hier fast beim gleichen Preis. Ich glaube, man kann nur einen Coupon einlösen. Hm. Und dann schaue ich immer noch, was es sonst noch gibt. Was man noch gebrauchen könnte. Aber ich glaube, ich brauche nichts. Ich könnte euch auch einen Weitwinkel machen. Das ist besser für euch. Seht ihr mehr, gell? Hier ist schön leer. Aber gut, hinter mir sind jetzt wieder welche. Ich schau mal schnell. Hier, mein komischer Ring nervt immer so ein bisschen. Der schlägt dann immer an. Dann, jetzt kommen Leute, wartet. Heute ist auch 30% auf Puder und Make-up. Dann nehme ich immer gleich ein paar Sachen mehr mit. Also, ich habe da schon ordentlich. Ich zeige es euch aber in Ruhe zu Hause. Ich zeige jetzt euch nur, damit ihr, oder soll ich da das mal ausprobieren? Nee, lieber nicht. Ich suche gerade noch mein Lipgloss. Ich glaube, das ist der, ja, da fragt ihr auch mal ganz oft danach. Das ist er. Das ist der beste Lippenstift ever. Ich liebe ihn. Soll ich vielleicht auch mal andere Farben ausprobieren? Da gibt es ja viele Farben. Also den meinen, meiner ist 04. Ich könnte ja auch mal einen anderen. Der hält euch den ganzen Tag und ihr kriegt den nur mit Make-up-Entferner einen weg. Das ist so krass, das Ding. So sieht er aus. Ey, kann ich euch nur so empfehlen. Ne? 2,49, the best überhaupt. Ich stehe jetzt hier gerade. Also noch habe ich immer meine Periode noch nicht bekommen. Ihr wisst ja, ich still, ja. Aber danach will ich auf jeden Fall. Oh, es ist unscharf. Was ist da los? Wartet mal.
Jetzt seid ihr wieder scharf. Danach will ich auf jeden Fall solche Menstruationstassen mal ausprobieren. Keine Ahnung, da gibt es ja echt viele. Habt ihr Erfahrung damit? Ich absolut nicht. Und dachte mir, das wäre doch mal. Muss mir die genauer anschauen. Wäre doch mal eine. Was ist denn das? Waschbare Slip-Einlage. Ja, okay. Okay, wie findet ihr sowas? Also irgendwie. Naja, okay, es gibt ja auch. Nicht die Wegwerfwindeln, sondern normale Windeln, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber irgendwie, naja. Auf jeden Fall will ich das mit den Menstruationstassen auf jeden Fall ausprobieren. Habe ich noch nie ausprobiert und irgendwie kann ich mir das auch ein bisschen kompliziert vorstellen. Also ich weiß auch nicht so wirklich. Aber ich will es ausprobieren. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon kennt, ob ihr das auch schon mal ausprobiert habt oder wie auch immer. Ich brauche noch Zahnbürsten auf jeden Fall. Mein Mann wollte neue. Dann nehme ich aber auch immer die günstigen oder schaue halt, welche im Angebot sind. Soll ich eine Dr. Best? Naja, so viel ist die jetzt nicht im Angebot, eine Dr. Best. Aber dann kann ich die Zahnpasta, das ist ja die Zahnpasta. Oh, die ist teurer geworden. Ja, wie alles teurer wird, ne? Wieso ist jetzt die Erdbeerzahnpasta, kostet die 10 Cent mehr wie die für die Kinder? Also das soll auch mal einer verstehen, ne? Aber es wird ja alles teurer. Warum beschweren? Wir können ja eh nichts dran ändern. Irgend so eine Zahnbürste nehme ich ihm jetzt mit. Was ist das? Zwischenraumzahn. Die sieht ja interessant aus. Ob er mich dann schimpft? Die ist voll special. Ich glaube, die nehme ich ihm mit. Orange passt doch auch, oder? Orange und grün. Ja. Gibt es auch noch ein Blau? Soll ich ihm eher so eine Blau mitnehmen? Nee. Ich nehme ihn die mit Mittel. Ach so, das ist Mittel? Ah nee, das sind alle Mittel. Ah nee. Ja. Ich nehme ihn die mit. Ist doch hübsch. Hat er so eine Zwischenraumzahnbürste. Oder soll ich ihm lieber auch noch so eine Standard mitnehmen? Ich glaube, Standard haben wir zu Hause. Ich nehme ihm so eine Specialige mit. Ja. Und solche Dinge, glaube ich, brauche ich auch mal wieder. Mal gucken. Damit macht man nämlich die Zwischenräume sauber. Das ist richtig gut. Empfiehlt auch immer der Zahnarzt. Ja, die da brauche ich, glaube ich. Die sind im Angebot. Sind bestimmt nicht im Angebot, oder? Voll das Fail-Angebot wieder. Ich mache hier alles durcheinander. Aber wow, ja. Hauptsache der rote Papa alles drauf. Ich brauche aber die ganz kleinen. Genau, die nehme ich auch mal wieder mit. Die sind klasse. Die kann ich euch echt empfehlen. Gibt es auch noch von. Sind die vielleicht besser, oder? Wenn ich eine teure Marke nehme. Die sind halt auch teurer, ne? ja, aber eigentlich bin ich mit denen zurechtgekommen. Damit mache ich halt immer meine Zwischen. Das mache ich immer, seit ich mal beim Zahnarzt war und der irgendwas bei mir gesagt hat, dass sich mein Zahnfleisch auflöst oder so, bin ich ja da voll dahinter. Und die könnte ich auch mal wieder mitnehmen. Ich glaube, da haben wir auch keine mehr. Zahnseide, ja. Die nehme ich auch mit. Zahnseide-Sticks. Ja, bin ich richtig dahinter. Zahnhygiene, richtig wichtig. Und deswegen verbringe ich ja 5 bis 10 Minuten im Bad nur für meine Zähne. Abends, in der Früh putze ich einfach nur, da bin ich faul. Aber da kommt ja auch nichts hin. So, was gibt's hier noch so? Nix, was ich brauche. Oh, voilà, jetzt habe ich geknistert. Windeln muss ich ja zum Glück keine kaufen, weil da habe ich ja meinen Windel. Also das ist so doof hier. Ich muss dieses Bobbelding da mal wegmachen, weil das stört euch, glaube ich, die ganze Zeit. Naja, auf jeden Fall Windeln brauche ich keine kaufen, habe ich das schon gesagt, weil ich ein Windel-Abo habe. Auch praktisch, weil sonst ich hätte gar keinen Platz, das jetzt zu schleppen. Schaut euch mal diese riesen Verpackungen an. Ihr wollt nicht wissen, wie viel Windeln man braucht, wenn man ein Baby hat. So, Pränahrung brauchen wir auch nicht, weil ich immer noch abpumpe. Trotzdem schon, oh, bald können wir mit der Beikost anfangen. Da freue ich mich schon ein bisschen. Wobei ich ja immer noch sage, vielleicht will ich ja wirklich Brei frei probieren. Mal schauen. Soll ich so einen Riegel mitnehmen? Also nicht für die Amelie, sondern für die Luana vielleicht. Ja. Und das ist ja schon geil, ne? Also so ein bisschen freue ich mich ja schon auf Gläschen, weil das hier, ne, so Früchte allerlei, Bichermüsli, Apfelpfirsich ist schon, es hört sich einfach lecker an. Also sorry, aber auch ich als Erwachsener esse gerne so ein, habe immer mitgegessen. Freuen sich die Kinder bestimmt auch wieder. Ich meine, die essen ja heute noch gerne Quetschis. Ist ja im Endeffekt nichts anderes, aber man kauft es halt nicht so, wenn man große Kinder hat. Aber mit Baby, da kann man wieder mitnaschen. Wer nascht auch manchmal Babygläser gerne? Könnt ihr mir auch gerne mal reinschreiben. Würde mich mal interessieren. Ah, Spielzeug ist reduziert. Was gibt's da Schönes? Nix. Nix, was mich tut. Flitzer, Krusi-Flitzer. Ja, sowas, da bin ich immer total begeistert, gell? Also, wenn ich genug Spielzeug hätte, was macht der? Nee.
Was ist das? Ein Telefon. Okay. Was ist denn das? Okay. Ist auch schönes Spielzeug, haben die mittlerweile. Das ist auch eine Marke von denen, oder? Das ist ein schönes Holzspielzeug. Habe ich jetzt vorher auch noch nie gesehen. Und das ist ja voll süß. Aber die schauen auch cool aus. Und ist total weich. Ach, das ist von Harpe. Mein Gott, wer lesen kann. Richtig schön. Ich mag sowas Holziges ja immer total gerne. Ich finde. Und dann, wenn es noch nicht so knallig ist, noch so Pastelltöne, ist es einfach perfekt. Richtig schön. Jo. Bin im Übrigen immer noch in der Spielzeugabteilung. Aber ich habe gerade den Ober hier entdeckt. Unserer ist ja leider kaputt gegangen nach 8 Jahren. Ne? Gibt ja noch mehrere Sachen von denen. Voll cool. Ja, Babyspielzeug. Die Sucht nach Babyspielzeug. Als ob ein Baby irgendein Spielzeug braucht. Aber man hat immer, das ist ja auch ein Riesenober, mega, oder? Man hat immer das Bedürfnis, viel Spielzeug zu. Soll ich euch mal was zeigen, was ich auch gerade entdeckt habe? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Finger auf dem Lautsprecher, aber den habe ich auch gerade entdeckt. Den fand ich auch cool. Sieht auch aus wie so ein Ober, aber der ist so richtig aus Silikon und fällt so auseinander. Ich glaube, der ist auch cool. Ist auch cool. Ach, ist alles cool. Ja, total cool. Jemand, der jetzt kein Baby hat, kann das gar nicht nachvollziehen. Ich hatte ja letztens die Geschirrspülerreiniger vom Kaufland. Die waren ja die einzige Katastrophe. Das weiß ich nur nicht. Ich weiß, dass ich die Rossmann schon mal hatte. Weiß aber nur nicht, welche ich immer hatte. Das sind nämlich nochmal welche. Das ist die Ultra Power. Aber die haben nicht so einen Boppel. Ich glaube, die mit dem Boppel waren besser. Oder war das besser? Ich weiß gar nicht. Sind beides 40 Stück drin oder ein ganz 3,55 und die anderen 3,50? Keine Ahnung. Oder soll ich mal ganz teure nehmen? Ach, ich bin mir da zu geizig. Das ist nur für die Spülmaschine. Welche habt denn ihr? So viel Zeug, was es hier gibt. Eigentlich wollte ich ja Küchenrollen und so noch mitnehmen, aber es ist halt einfach mal krass. Hier kostet 2,49 und im... Ah ne, da oben sind nochmal welche. Was ist denn da jetzt anders? Ach, die sind so riesig und größer. Ah, und hier 1,95. Und was kosten die eigentlich im Action? Jetzt habe ich sie wieder vergessen. Aber ich glaube, dann ist da gar nicht mehr so großer Unterschied. Ich wusste nur unter 2 Euro. Wo kosten die 1,95 und 1? Ich weiß es gerade gar nicht. Na, dann nehme ich die mit. Dann nehme ich jetzt hier auch noch eine Küche. Ich dachte, die sind jetzt ewig teurer. Dachte ich. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich stehe auf den Lauch. Ach, schau mal, das könnte man auch als Flaschenbürste benutzen. Ich habe gerade Flaschenbürstendinger gesehen, die kosten. Was haben die hier? Was stand da? Voll teuer. 1,99 und hier sieht auch aus wie eine Flaschenbürste, kostet 99 Cent. Aber ich kaufe die im Action, die kosten die auch 99 Cent. Da ist noch so ein Boppel dabei. Viel praktischer mit so einem Boppel. Mega, habt ihr sowas schon mal gesehen? Solche Wassereistüten. 1,99 und die kann man dann schon selber befüllen. Ah, noch nie gesehen. Wirklich noch nie vorher gesehen. Weiß nicht, beschäftige ich mich heute mal mit sowas mehr, oder? Keine Ahnung. Was gibt es da noch so? Schraubdeckel. Okay. Aber schöne Kochlöffel. Der ist süß mit dem Herz. Voll süß, oder? 99 Cent. Kleine süße Muffinförmchen. Was ist denn hier Tolles gibt? Ich glaube, ich war noch nie hier in der Abteilung. Noch nie. Was gibt es denn da? Walkie-Talkies in der Zeitschrift, aber die gehen nicht, oder? Das ist mir nur so gerade aufgefallen, aber ich glaube, das geht nicht. Nur so beim Vorbeilaufen mir gerade aufgefallen. So. Ich glaube, ich habe soweit. Ich zeige euch zu Hause, was ich eingekauft habe. Ja, krass, schaut mal. Hier kosten 2 Rollen 89 Cent. Ja, das sind halt nur 2 solche eingepackt. Hier 4 Rollen 84 Blatt. Also trotzdem genauso viel Blätter, oder? Ne, 64 Blätter, ein paar Blätter mehr. Ach so, 1,95. Muss ich jetzt nach Blättern rechnen oder was ist denn das? Naja, ich wollte es euch nur noch kurz zeigen. Jetzt gehe ich aber. Ich zeige euch zu Hause alles. So, ich bin wieder zu Hause und Hintergrund ist Unordnung. Genau gegenüber mir sitzt die Bella und links der Papa. Also, wenn da irgendwelche Kommentare kommen, ich kann nichts dafür. Aber ich will euch ja schnell zeigen, was ich alles gekauft habe. Ein bisschen habe ich euch ja im Rossmann schon mitgenommen. Ja. Und es ist auch schon wieder was auf dem Kassenzettel, was nicht berechnet worden ist. Und das, wenn ich sowas schon sehe, ihr wisst ja immer, bevor ich den Haul anfange, schaue ich mir den Kassenzettel schnell an. Und dann denke ich mir echt, nee,
Da ist so eine Aktion und dann kriegst du die Aktion nicht mehr. Ich sag's, wenn ich das Produkt euch zeige. So, einmal Küchenrollen für 1,95 € habe ich mitgenommen. Da habe ich euch ja gerade auch gezeigt, also das war die letzte Szene, was ihr gesehen habt, 89 Cent für 2 Rollen oder du zahlst für 4 Rollen 1,99 €. Aber dann beachte bitte wieder die Blätterzahl, ne? Wie viele Blätter das hat. Also das verwirrt einen doch total, oder? Also das habe ich mir dann an. Da habe ich mir gedacht, ich will nicht viel Umwelt mehr, also 2 Packungen nicht mitnehmen und außerdem sind es dann ja auch wieder mehr Blätter bei der Verpackung. Da musst du im Laden eigentlich rechnen anfangen, wenn du das günstigere Produkt haben möchtest. Also, sorry. Das war dann zu viel für mich und ich habe einfach die Packung geschnappt. 2,49 € für Ceva Toilettenpapier. Kamille, ich dachte mir, ja, wunderbar, kann ich immer am Klopapier dran schnüffeln, wenn ich mir den Po abputze. Oder warum ist das Kamille? Oder tut es dann dem Popo besser, wenn man mit Kamille sein Popo abwischt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich die Farbe sehr schön. Wobei ich mir dann wieder im Nachhinein bei der Kasse gedacht habe, die Leute denken sich bestimmt, oh, das ist so ein altes Klopapier und deswegen ist es schon vergilbt. Keine Ahnung. Jetzt haben wir auf jeden Fall Kamille-Klopapier. Habt ihr schon mal Kamille-Klopapier ausprobiert? Was macht es? Spaß. Produkten, die Bürstchen, die habe ich euch schon im Live gerade gezeigt. Finde ich sehr praktisch, kosten eben 1,99 € und wie gesagt, abends ist am wichtigsten. Das könntest du auch mal ausprobieren, Bella. Abends immer, ob da zwischen die Zwischenräume immer, weil zwischen da. Zwischenräume. Ja, ist ein Bürstchen und da sammelt sich nämlich immer am meisten. Da hatten wir keine mehr, gell? Ich habe mir letztens welche gesucht. Das ist mir ganz wichtig. Weil gerade zwischen den Zwischenräumen sammelt sich der meiste Dreck an und so entstehen Löcher und deswegen. Entweder Zahnseide oder diese Dinger benutzen. Ah, oder diese Dinger, die habe ich auch mitgenommen. Die hatten wir, glaube ich, auch nicht mehr. Die finde ich doof. Die findest du doof? Die finde ich gerne besser. Was, diese? Die findest du besser? Ja. Ah, ich nehme immer beide. Ich nehme Draht besser. Ich nehme immer die Sticks. Kommst du durch die Zwischen? Da gibt es auch noch größere. Nee, ich komme damit voll gut klar mit den Dingern. Deswegen waren keine mehr da. Ich habe mich schon ausprobiert. Ja, kannst du ausprobieren. Ich glaube, das können Kinder auch. Da passiert nichts. Nein, man muss ja seine Zwischenräume sauber machen. Und ich mache nur mit beiden. Ich mache immer das da und das da. Und ich benutze es aber nicht nur einmal. Ich lege das dann immer oben rein und benutze es immer wieder. Bis es halt irgendwann eklig ist und dann schmeiße ich es weg. Dann habe ich Geschirrspüler-Tabs mitgenommen. Die altbewährten mit neuer Rezeptur. Ich dachte mir, na super, hoffentlich sind die was. Weil ich habe ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, folgt ihr mir auf Instagram? Also wenn nicht, dann müsst ihr mir jetzt folgen, dieser Schnapper heiße ich da. Da bekommt ihr jeden Tag so die Alltagsroutine-Sachen mit. Und da habe ich euch ja gesagt, dass seit 2 Mal hat meine Spülmaschine, musste ich mit der Hand danach alles abspülen, weil es nicht sauber geworden ist. Und dann habe ich mir gedacht, es liegt vielleicht an den Tabs, weil da habe ich vom Kaufland die Tabs gekauft. Lag vielleicht an den Tabs, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ab dann ging es nicht mehr. Jetzt haben wir sie dann komplett geputzt und gesäubert. Jetzt geht es so langsam wieder, aber trotzdem komme ich lieber zu meinen altbewährten Tabs. Da war nie was und ich musste noch nie meine Spülmaschine für die putzen und nichts. Und deswegen habe ich wieder die altbewährten Domol-Tabs mitgenommen mit neuer Rezeptur. Und ich hoffe, die Rezeptur bleibt auch ist genauso gut wie die alte. Sonst bringen mir die auch nichts. Ne? Sind wir dann genauso wie beim Kaufland. Dann habe ich Duschtassen mitgenommen für meinen Mann, 69 Cent jeweils. Das ging nicht, oder? Nein, weil du hast keins mehr. Ohne Mikroplastik, schau. Ja, aber ich konnte nicht dran riechen. Das ist saublöd, wenn du nicht dran riechen kannst. Du riechst gut. Ist doch kacke, egal, ob du es riechst oder nicht. Du musst gut riechen. Ich will nicht neben jemandem stinken im Schlafen. Du Schwätzer, du stehst immer in deinem Zimmer. Wo schlafe ich? Du stehst bei dem Klo. Selbst das ist in unserem Zimmer, das Klo. Ist nicht wirklich, oder willst du die Glastür dazwischen machen? Huch. Also, sie riechen alle gut. Glück gehabt. Aber riecht ihr mit den Masken an den Sachen? Ich manchmal, aber meistens nicht. Meistens ist mir das dann doch gut. 69 Cent, die waren im Angebot. Dann die Zahnpasta, die habe ich euch hier im Live auch schon gezeigt. Dass diese Zahnpasta, aber ich habe die falsche der Bella mitgebracht. Die wollte eine ohne Fluorid. Wie heißt das, Bella? Mit Biohab. Mit Biohab. Das kommt in der Werbung immer. Die wollte sie haben, aber irgendwie. Die ganzen Pommes gegessen. Ja, voll. Die waren aber voll lecker. Die waren so. So auf den Punkt genau. Naja, auf jeden Fall benutzt die Bella die immer, aber die wollte ja die andere mit Bioflat oder wie auch immer. Ich kann es nicht aussprechen, Bella. Und das ist Loanas. Die kostet 49 Cent, die kostet 49 Cent, die für die Älteren und die für die Jüngeren 59 Cent. Keine Ahnung warum. Und da ist Ökotest, wobei auf diesen Tests kann man ja pfeifen, ne? Ökotest war auch super auf meinem Spülmaschinentabs von
Kaufland und meine. Trotzdem durfte ich mit der Hand zwei Spülmaschinen putzen. Wobei viele auch geschrieben haben, man soll einfach ein Pulver nehmen. Gar nicht so die Tabs, sondern einfach sich für. Ich habe noch nie Pulver genommen. Ich glaube, das Pulver müssen wir auch mal ausprobieren. Nein. Warum? Na, aber ich glaube, das muss man auch mal. Egal. Das Pulver ist günstiger wie die Tabs sogar, Schatz. 79 Cent für Wattepads. Dann. Damit ich für die Brotdosen vielleicht mal wieder was Leckeres immer so ab und zu mit reinlege. Ich habe gerade geschaut, dachte mir, sind die abgelaufen. Aber nein, bis zum 1.12.22 halber. 89 Cent, die waren gerade im Angebot. Genauso wie die mögen die Kinder voll gern, aber nicht für die Brotdosen. Die, weil sie ohne Schokolade sind, haue ich da manchmal welche rein. Und die einfach so zum Zwischendrin naschen, mögen die voll gerne. Kosten 89 Cent. Und dann habe ich ganz viel Schminkkram mitgenommen. Mann! 59 Cent noch für Müllbeutel. Dann habe ich diese Zahnbürste mitgenommen. Da habe ich noch gedacht, ist die teuer? Und dann habe ich gedacht, nee, doch nicht teuer. 89 Cent, genau. 89 Cent für diese Zahnbürste mit Zwischenräumen. Die schaut voll interessant aus, Schatz. Ich kann sie ja mal ausprobieren und gucken, ob sie für dich gut ist. Soll ich mal berichten, oder? Und ich berichte dir dann, ob deine Zahnbürste gut war. Augen-Make-up-Entferner habe ich mitgenommen. Die nehme ich immer mit. Beste Augen-Make-up-Entferner ever. 99 Cent. Deswegen habe ich mir auch gleich ein, wie sagt man, Backup geholt. Ja, weil ich bin nicht so oft beim Rossmann. Oder ich habe immer vor, zum Rossmann zu gehen und dann dauert es Ewigkeiten, bis ich beim Rossmann bin. Aber das ist der beste Augen-Make-up-Entferner, wo es gibt. Und eigentlich auch fast der einzige, wo diesen geilen Lipgloss immer wegkriegt. Da habe ich mir auch, ihr wisst, ich habe seit Jahren, ich weiß nicht, ich übertreibe, aber immer diesen von Rivaldi, ich mache das jetzt mal mit Fokus, damit ihr das seht, habe ich euch ja beim Live schon gezeigt. Live und das sind ja, wird jetzt zusammengeschnitten, ich vergesse es immer wieder. Auf jeden Fall habe ich den seit Jahren schon, immer die 04, da ist es. Immer die 04. Und heute habe ich mir gedacht, ich teste mal. Hä? Nein, ich habe auch die 04 und die habe ich mir noch mit ausgesucht. Diese hier. Also 06, 10 und das ist der Lippenstift, der hier. Der bleibt auch den ganzen Tag. Das ist nicht meine Naturlippenhaarfarbe, aber die ist so cool. Die sieht so natürlich aus. Ja, und deswegen dachte ich mir, ich probiere mal die auch aus, weil ich die echt lieb. Ja. Und ich hatte noch einen Rabattcode in der App, dass ich 25%, müsst ihr mal gucken, vielleicht ist es ja bei euch auch, 25% pro Ding sparen. Also habe ich einen sogar geschenkt, also 2,49 habe ich mir gespart. Zumindest steht das so auf dem Kassenzettel. Und ansonsten kosten die auch nur 2,49. Also und, ich sag's euch, Geheimtipp. Seht ihr? Egal was du trinkst, egal was du isst, du kriegst sie nur mit dem hier weg. Ich hatte auch mal einen anderen Augen-Make-Entferner. Der war für die Augen super, aber nicht für den Lipgloss. Der ging damit nämlich nicht weg. Ich sag euch, der ist hartnäckig. 59 Cent für Müllbeutel. So, und dann habe ich mir noch, weil Puder im Angebot war für 30%, spare 30% bei Puder und Make-up, habe ich mir noch mal das Make-up, das ist auch super, das habe ich schon jetzt schon öfters, aber anscheinend ist es kein Make-up, weil ich habe keine 30% dafür gekriegt. Und ich lese gerade Skin Optimizer Foundation, also für mich ist es ein Make-up, aber es ist keine 30% abgezogen worden. Danke Rossmann, dass ich hier nicht sparen durfte. Musste ich 2,99 den regulären Preis dafür zahlen, aber ist eh nicht teuer, aber es ist gut. Also es ist ein Make-up, wo ich nachgekauft habe. Das ist selten bei mir. Und dann habe ich noch ein Make-up, das heißt Insta irgendwas Make-up. Auch richtig gut, aber das gab es leider nicht mehr von Essence. Insta irgendwas, richtig gut, aber habe ich nicht gefunden. Dann habe ich noch so ein Puder mitgenommen. Gab ja 30% drauf, glaub, sonst kostet es 2,95 und ich musste nur 2 Euro irgendwas zahlen. Und eins von Catrice auch noch, ich glaube das hat 3,49 und dann halt minus die 30%. Ja. Das habe ich alles gekauft, das war's. Ausgegeben habe ich, regulär hätte ich, 37,66 Euro. Durch meine App, 10% App und durch dieses Rivaldi Loop Coupon Ding da, habe ich 6,01 Euro gespart. Also habe ich nur gezahlt 31,65 Euro. Läuft, ne? Was ist das teuer? Ja, für so ein bisschen Kram. Das ja. Ist so, wie was du im Klo unterspülst. Ja, du. Was du die Welt ist nicht umsonst. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Das hat 1,99 gekostet.
Ja, das aber nur 1,99 zahlt, wenn du das nur mitgenommen hättest. Ja, aber ich brauche ja auch Make-up, ich brauche was zum Schminken, der Papa braucht was zum Duschen, die Spülmaschine braucht Tabs, du brauchst eine Zahncreme und Klopapier zum Popo abwischen brauchen wir auch. Und Kekse sind auch ganz toll. Kekse braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch, nee. Und dann esse ich die alleine auf. Und Make-up braucht auch kein Mensch. Natürlich, sonst schaue ich aus wie ein Zombie. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen, über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!